Hi Leute, Jigsaw hier. Hast du dein WLAN-Passwort vergessen und möchtest es mit deinem Computer herausfinden? Falls dein Windows-Computer momentan mit einem WLAN verbunden ist oder auch in der Vergangenheit war, gibt es Möglichkeiten, das WLAN-Passwort herauszufinden. In diesem Video zeige ich dir, wie du dein WLAN-Passwort entweder über die Systemsteuerung oder die Eingabeaufforderung auf deinem Windows-PC anzeigen lassen kannst. Los geht's! Die erste Möglichkeit ist sehr einfach und funktioniert über das Netzwerk- und Freigabecenter in der Windows-Systemsteuerung. Diese Methode funktioniert nur, wenn dein Computer aktuell mit dem WLAN verbunden ist, von dem du das Passwort benötigst. Klicke bei deinem PC auf den Startknopf und suche dann nach Systemsteuerung. Tippe anschließend auf Netzwerk und Internet, öffne das Menü Netzwerk- und Freigabecenter und wähle Adaptereinstellungen ändern aus der Seitenleiste. Mache dann einen Rechtsklick auf dein aktives WLAN-Netzwerk und wähle die Option Status. Jetzt kannst du im Pop-up-Fenster auf Drahtloseigenschaften klicken und wechsle anschließend zur Registerkarte Sicherheit. Das WLAN-Passwort ist standardmäßig verschlüsselt und somit nicht sichtbar. Du kannst aber das Kästchen Zeichen anzeigen anklicken und dann siehst du auch schon das Passwort. Falls du nicht mehr mit dem Netzwerk verbunden sein solltest, kannst du das Passwort dennoch herausfinden, sofern du irgendwann mal damit verbunden warst. Klicke dazu auf den Startknopf und gib diesmal CMD ein, um die Eingabeaufforderung aufzurufen. Als nächstes gib Netsch WLAN Show Profiles ein, um eine vollständige Liste aller WLAN-Netzwerke zu bekommen, mit denen du irgendwann mal verbunden warst. Suche jetzt in der Liste nach dem gesuchten Netzwerk und gib den folgenden Befehl ein, den du hier siehst. Zwischen den Anführungszeichen musst du den Namen deines Netzwerkes eingeben. Bestätige das Ganze dann mit Enter und schaue dann, was hinter Key Content steht. Das ist dann das gesuchte WLAN-Passwort. Okay, wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn irgendwas nicht funktioniert hat und ihr nicht weiterkommt, schaut in die Kommentare. Vielleicht hat jemand das Problem schon gelöst. Ansonsten kann ich euch auch versuchen zu helfen. Ich biete auf Fiverr persönlichen Support an und kann euch unabhängig beraten. Ich biete da auch noch viele weitere Sachen an, schaut da gerne mal vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, ciao!